Der verdammte Nerd hat's kaputt gemacht. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vandals Monday. Wir haben das letzte Mal, glaube ich, hier beim Space Nerd uns was reparieren lassen und der hat uns als Dank unser Laserschwert kaputt gemacht, der Arschi. Wie läuft's denn mit dem Lichtschwert? Ich arbeite dran. So ein Arschloch und er will uns unser repariertes Radio nicht geben, weil er eben ein Lichtschwert als Austausch haben will. Vielleicht weiß er ja, wo ich das herbekomme. Hey, tut mir leid, Randall. Mir ist gerade nicht nach Smalltalk zumute. Das ist Charlie, der heutige John Candy. Was ist denn das für ein Zeichen da oben? Das erinnert mich an ein anderes Zeichen, aber das kann es eigentlich nicht sein. Bin mir eigentlich ziemlich sicher. Egal. Lichtschwert. Kann ich den Laser in das Lichtschwert packen? Also. Okay, das sieht gut aus. Tatsächlich. Da fehlt noch eine Batterie. Ich habe aber keine Batterie. Wo soll ich jetzt eine Batterie herkriegen? Vielleicht das hier? Kinder, macht das nicht zu Hause nach, wenn die Eltern nicht dabei sind. Das Ding gibt ziemlich schlechte Schwingungen ab. Plutonisiertes... Ja, so muss man bei Point and Clicks denken. Hier ist dein scheiß Lichtschwert oder was auch immer und sei vorsichtig mit dem Ding. Ich weiß nicht, was abgeht, wenn man es einschaltet. Sehr witzig. Mal sehen. Oh je. Heilige Mutter des Imperators! Das ist erstaunlich! Schalt das ab, bevor du jemanden umbringst! Spektakulär! Hier ist Ihr Radio, Admiral. Ich muss jetzt einige Tests durchführen. Ich hau ab, bevor ich eine Hand verliere oder so. Okay, er macht uns unser Lichtschwert kaputt. Und wir geben ihn als dankende Todeswaffe? Ich bin raus, nee. Also, was soll denn das? Stimmt bloß mit diesen Leuten nicht. Das stimmt nicht dir nicht, Randall. Du hättest ihm einfach eine reinhauen können und dir... Egal. Das wäre die bessere Variante gewesen. Mein liebes Radio weilt wieder unter den Lebenden. Und wem soll ich das jetzt geben? Vielleicht dem Charlie, der ist ja bestimmt von dem Song genervt, deswegen gebe ich dem einfach mein Radio und dann gibt der mir keine Ahnung was. Auf keinen Fall, das gebe ich nicht mehr her, zumal es jetzt funktioniert. Wem soll ich dieses verdammte Radio jetzt geben? You are here, ja toll. Vielleicht dem Pater? Ich weiß ja nicht. Vielleicht dein Inventar im Auge, es passiert letztes Mal, einen alten Gegenstand mal vergisst. Ja, das habe ich bemerkt. Irgendwann mal. Aber hey. Ich bin ja schon froh, dass ich hier erst am Anfang schon so relativ gut weitergekommen bin, ohne Kätzchen zu töten. Clayton Bla. Oder mir kam da gerade noch eine andere Idee, aber ich probiere es jetzt erstmal mit dem Pater. Auf keinen Fall. Okay. Kann ich dieses Radio jetzt als Ablenkung verwenden? Irgendwie. Indem ich es ins Rohr stopfe. Oder so. Hey, was schleißt du hinter meinem Rücken rum? Mach dich mal locker, Kumpel. Bleib mir fern. Hey, mach dich, bleib mir fest. Ich wollte nur mit dir reden, du. Man kann es aber auch wieder mitnehmen. Das ist interessant. Werde ich den Baseball zuerst reinstopf? Glaube kaum, dass jemand mit mir spielen will. Dann halt nicht.
Okay, aber ich brauche das Radio da unten irgendwie. Okay. Kann ich die Münze, wenn die hier oben schwebt, anvisieren? Ja. Da muss ich mir schon was Subtileres einfallen lassen. Teleskopentenbügel, deine Allzweckwaffe. Hey, was schleißt? Mach dich mal. Bleib mir fair. Zumal die Münze jetzt hier immer anscheinend oben ist. Okay, ich brauche also irgendwie diese Münze. Wenn du das für eine gute... Nein, keine Pause vom Spiel, du mich auch. Partytröte, Zeitung. Ich denk, nur ein Schade. Baseball. Wie wär's damit? Ich hab seit 7 Jahren niemanden mehr einen Hammer übergezogen. Ich bin clean. Gut, dann halt nicht. Ein Versuch war's wert. Damit will ich den Feuerlöscher nicht verwenden. Dann halt nicht, dann lösch es halt bleiben. Na gut, dann schau ich halt mal. Jetzt muss ich halt doch wieder Kätzchen töten, weil langsam gehen mir die Ideen aus. Nachsehen, ob mir irgendwas haben wir gemacht. Bla 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 bla. Besorgt eine Polizeimarke. Bla bla bla. Geben Sie mir den Ring. Besorgt ihr eine Polizeimarke 2. Macht den Penner fertig? Nö. So weit sind wir noch nicht. Aber ich kann anscheinend den Schwamm irgendwo auffüllen. Ich habe jetzt nicht genau gelesen. Die Pfütze. Ja, und was bringt mir das, wenn ich den auffülle? Toll, ein nasser Schwamm. Ich zifft mein ganzes Inventar ein. Super. Der ist klatschnass. Nee, aber ist mal ernsthaft. Was bringt mir das? Mit was für eine Wasserpistole? Ich hab keine. Muss mir die wohl erst holen. Ja, die Waffe ist zu laut. Papo. Die Rätsel haben wir gemacht. Benutze den Laser mit dem Türschloss. Ja, das haben wir schon gemacht, ja. Wenn du den Magneten mit der... Ja, okay, aber spätestens da gibt es dann einen Logikfehler, weil wir haben tatsächlich ja den Laser benutzt, um das Türschloss einzubrennen, ohne eine Batterie oder so, ne? Und um das Laserschwert zu erzeugen, haben wir dann auf einmal eine Batterie gebraucht, ne? Also, Nimm alles mit, pipapo. Batterien aus dem Lichtschwert zu holen. Gib die Batterien. Ja. Schmeiß das auf den Boden, kombiniere mit helles Laser. Docks Plutonium, genau, das haben wir gemacht. Für Glück. Nächster. Mit dem Rohr an der Tür. Der Typ, der die Münze wirft, wird sich nach der Musik umdrehen, aber weiter mit seiner Münze spielen. Jetzt muss Wendell sich. Ernsthaft? Habe ich einen Magnet hier irgendwo oder was? Ich habe doch keinen Magneten hier. Achso, den muss man wieder irgendwie mitnehmen oder was? Okay, dann schaue ich halt mal, ob ich den irgendwie wieder mitgenommen bekomme. Muss ja eigentlich irgendwie. Wo haben wir den hingeschmissen? Bei Wendells Wohnung. Haben wir den Magneten irgendwie dran? Denk daran, du änderst dauernd die Zukunft. Niemand wird sich an die letzte Episode erinnern, außer dir und Dachlosen. Ja, aber es dem genauso geht, da am Socke. Ach, herrje. Magnet, nimm mit. Ich dachte, ich hätte das versucht, aber anscheinend wohl nicht. Oh, Tatsache. Okay. Dann, will ich es nochmal um den Van rum. U-Bahn. Ja gut, mit dem Magnet im Inventar hätte man drauf kommen können. Tatsache. Ja. Wäre dir deine mächtigsten Zauber und Beschwörungen für die Bosskämpfe auf. Ja, das mache ich immer so. Ist ja auch sehr sinnvoll. Ach ja. Ach ja.
So, So, wieso habe ich den Münzen-Hotspot nicht mehr? Ach komm, ich hole mir den Münzen-Hotspot wieder. Ich nehme jetzt mal das Radio hier weg. Und schmeiß das Radio wieder hin. Erst ist der Münzen-Hotspot da. Jetzt ist er wieder weg. Also ich muss wirklich scheinbar... Hey, was glaubst du, was du da tust? Ein Magnet nutzen. Wie konntest du das überhaupt sehen? So, jetzt warte ich halt, bis die Münze wiederkommt. Was zum... Wo zum Geier ist mein Busgeld? Tja, am Arsch. So wie sich das gehört. Ich würde mal sagen, ich habe eine Münze. Eine Münze? Ja, sag ich ja, eine Münze. Ich glaube, es gab hier doch irgendwo was, wofür wir Münzgeld gebraucht haben. Und zwar hier oben. Der Kondomautomat, da haben wir Münzgeld gebraucht, also let's go. Das mag komisch klingen, aber ich werde mir mit meiner einzigen Münze keine Kondome ziehen. Wo brauchte ich denn sonst noch eine Münze? Ich habe jetzt eine Münze, ja. Eine Münze? Okay, wo brauche ich denn sonst noch eine Münze? Das ist eine gute Frage. Ach so, ja, da gab es einen Automat beim Ding. Stimmt, beim Mel. Den habe ich schon wieder vergessen, den Automat, weil man den bisher nie gebraucht hat. Okay, U-Bahn. Dann gehen wir halt zu Mel. Und gucken wir mal, was wir da so machen können. So, ja, das ist ja gut, dass ich immer zurückgehen kann und mir einen wichtigen Gegenstand holen kann. Sonst wäre dieses Point-and-Click ja kein gutes Point-and-Click, wenn dem nicht so wäre. Goldene Regel beim Point-and-Click erstellen, du musst immer alle immer die Möglichkeit haben, alles zu schaffen. Du darfst kein Game-Poker einbauen. Gut, das ist allgemein so, aber bei Point-and-Clicks muss man es nochmal gesondert beachten, dass man irgendwie so Szenen hat, wo man jemanden irgendwo einsperrt und dann auf einmal hätte er einen Gegenstand von außerhalb gebraucht, um da was machen zu können. Ja, wenn, dann muss es eben zwangsweise sein, dass man diesen Gegenstand bekommt, weil man irgendwas anderes gemacht hat, zum Beispiel Laserschwert auseinandernehmen und dann kriegt man automatisch dies und das und braucht es dann irgendwann später für, keine Ahnung. Aber, eher nicht. Achso, ja, das war ja auch nicht die Münze. Was zum... Hey, wo ist mein Kaugummi? Hast du gerade meine Münze verschluckt? Hast du überhaupt eine Vorstellung, was ich alles durchmachen musste, um da ranzukommen? Scheiße, das ist so unfair. Ja, aber wir haben ja einen Magneten. Eher nicht. Extra süßes Kaugummi. Das steckt wohl in diesen Kapseln. Ja, wenn man rankommen würde. Ach, geht doch. Einfach ein Automat. Ich will nur haben, was rechtmäßig mir gehört. Das war nämlich mein Plan. Das ist so ein Kaugummi-Automat. Yeah, wir haben einen Pokéball bekommen oder so ähnlich. Und die Überraschung ist... eine riesige Rolle Kaugummi. Yeah. Eine Rolle extra klebriges Kaugummi. Wie lang die wohl ist? Keine Ahnung, aber... ich habe jetzt eine lange Rolle klebriges Kaugummi. Was soll ich mit dem machen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob Phil heute sauer auf mich ist und ehrlich gesagt, ich will das gar nicht rausfinden. Bahnsteige. Langes Kaugummi, langes Kaugummi. Sci-Fi-Con. Ich glaube nicht. Psychiater, Praxis, Charlie's Comic. Mit Swarm, Pfandlei, Clayton. Okay. Ich geb's mal dem Pater. Vielleicht. Vielleicht auch nicht.
meinen nämlich zumindest, dass wir irgendwas für ihn besorgen sollten. Extra klebriges Kaugummi. Ah ne, extra langes klebriges Kaugummi. Wo braucht man was langes klebriges? Hm. Das ist mein Kaugummi und nur meiner. Ich weiß ja nicht. Ich gehe mal noch in Mets Wohnung. Ich möchte die Bahnsteige finden, die U-Bahn. Nicht in Mets, in Randalls. In Randalls gehe ich natürlich. Das meinte ich. Ist ja logisch. Und dort will ich dann mal ein bisschen Randale machen, ne? Kann man ja immer mal machen. Ein bisschen Randale. So. Treppenhaus, jawohl. Ach, da war ja was. Verdammter McConey, jetzt komme ich nicht in meine Wohnung. Naja, gut. Aber ich würde sagen, dann war es das auch erstmal für diesen Part. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich natürlich sehr freuen. Und wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Randall's Monday. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute. Und immer schön die Däumchen drücken.